Kirche im Neuen Testament. Wenn wir über das Thema Kirche im Neuen Testament reden, dann muss man sich klar machen, dass das, was wir heute als Kirche kennen, also eine große Institution mit hauptamtlichem Personal und weltüberspannenden Netzwerken, dass es das ja alles noch gar nicht gab, sondern dass das, was heute ist, erst langsam gewachsen ist. Wir sind in einer frühen Phase, in der sich nach dem Tod Jesu in Jerusalem die Urgemeinde bildet und dann durch die Mission der Apostel, insbesondere des Apostels Paulus, sich die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, über der gesamten damaligen Welt ausbreiten. Dieser Ausbreitungsprozess, der wird im Neuen Testament wieder gespiegelt. Und hier ist jetzt die erste Schwierigkeit. Im Neuen Testament taucht der griechische Begriff Ekklesia vor. Daraus wird dann später das Wort Kirche, wir haben das im Französischen oder im Italienischen noch deutlicher, Eglise oder Chiesa, da steckt dieses Wort Ekklesia noch drin. Und die Frage ist aber, was ist damit gemeint? Ist damit eine Kirche in unserem heutigen oder in einem späteren Sinne gemeint? Oder handelt es sich bloß um die christliche Gemeinde? Diese Frage ist in der Exegese schwer umstritten. Katholische Exegeten neigen natürlich tendenziell dazu, ein Konzept Kirche, wie es sich später zum Beispiel in der katholischen Kirche wiederfindet, schon sehr früh und sehr umfassend im Neuen Testament zu sehen, während evangelische Exegeten dazu neigen, den Begriff Ekklesia lieber häufiger mit dem Begriff Gemeinde zu übersetzen und dadurch zu betonen, dass es die Strukturen, die es dann später gab, im Neuen Testament entweder so noch gar nicht oder sehr spät gegeben hat. Die Wahrheit dürfte vermutlich irgendwo dazwischen liegen. Wahrscheinlich ist in den früheren Schriften des Neuen Testaments tatsächlich nur von einer Gemeinde die Rede, die sich noch recht flexibel organisiert hat. Wir werden gleich sehen, wie. Und in späteren Schriften des Neuen Testaments hat sich schon eine Organisation herausgebildet, die zwar nicht identisch ist mit dem, was später und heute als Kirche begegnet, aber doch zumindest gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Allerdings wird im Einzelfall immer umstritten bleiben, wie viel Prozent genau nun Gemeinde und wie viel Prozent genau Kirche im Neuen Testament enthalten ist. Es gibt im NT nun eine Reihe großer Kirchentexte, in denen das große Ganze angegangen wird und eine Fülle, fast unzählbar, von kleineren Anspielungen, die voll sind mit Metaphern darüber, was die Gemeinde Gottes, was die Kirche sein soll. Zunächst der Missionsbefehl. Kirche ist nach dem Selbstverständnis der ersten Christen ganz klar missionarisch. Man ist keine abgeschlossene Sekte, die am liebsten unter sich bleibt, sondern man hat den Anspruch, nach außen zu gehen und man hat den Anspruch, Menschen zu überzeugen, für das Evangelium Jesu Christi zu gewinnen. Das wird im Missionsbefehl Jesu deutlich und diesem Missionsbefehl ist die frühe Kirche, ist die frühe christliche Gemeinde umfassend nachgekommen. Eine Menge über das Selbstverständnis der frühen christlichen Gemeinden erfahren wir, wenn wir in Matthäus 18 die sogenannte Gemeinderegel hineinschauen. Zwei Punkte sind hier von großer Relevanz. Erstens, Probleme werden intern gelöst. Dem Sünder, der wird darauf aufmerksam gemacht, zunächst durch persönliches Gespräch, dann durch die gesamte Gemeinde und erst dann, wenn er dann notorisch an seiner Sünde festhält, wird er ausgeschlossen. Das heißt, die Kirche ist darauf bestrebt, den Sünder zur Umkehr zu bringen. Das Ziel der Regelung, dass man mit dem Sünder spricht, ist, dass er wieder in die Gemeinde reintegriert wird und von seiner Sünde ablässt. Der zweite wichtige Punkt in der Gemeinderegel Matthäus 18 ist das berühmte Zitat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gemeint ist, dass die frühe Kirche ganz offensichtlich, ungeachtet der Tatsache, dass sich Ämter herausbilden, in dieser frühen Zeit ohne diese Ämter insoweit auskommt, als dass es darauf ankommt, dass sich Gemeindeglieder untereinander versammeln. Da, wo die versammelt sind, da ist Christus mitten unter ihnen. Und das heißt eben, es braucht an der Stelle keinen Priester, keinen Apostel, keinen Propheten, keinen Ältesten. Entscheidend ist, dass zumindest zwei oder drei Christen, die es ernst mit ihrem Glauben meinen, beisammen sind und Gottesdienst feiern wollen.
Der dritte große Kirchentext ist das Pfingstwunder, das uns in Apostelgeschichte 2 berichtet ist. Manchmal wird diese Geschichte als der Geburtstag der Kirche bezeichnet. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir können trotzdem was Entscheidendes daraus entnehmen. Die frühe Kirche ist der Überzeugung, dass sie den Heiligen Geist hat, dass Gott ihr den Heiligen Geist gegeben hat und er in der Gemeinde gegenwärtig ist. Nun ist das mit dem Heiligen Geist ja so eine Sache. Es ist schwierig immer zu sagen, was der Heilige Geist konkret ist. Was dahinter steckt, ist folgende theologische Überlegung. Da Jesus ja tot und auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, zumindest nicht mehr auf Erden präsent, braucht es irgendetwas, eine theologische Denkfigur, um abzusichern, dass Gott noch im Kontakt mit seinen Gläubigen, mit seiner Gemeinde ist. Dieses In-Kontakt-Sein beschreibt die Bibel mit dem Begriff Heiliger Geist. Also der Begriff Heiliger Geist meint, dass Gott in beständigem Kontakt zu seiner Gemeinde steht. Das heißt also, die Sache Gottes in seiner Gemeinde weiterlebt. Neben diesen großen Texten gibt es eine Fülle von kleineren Texten, die uns Aufschluss über die Kirche geben. Die können an dieser Stelle nicht alle im Detail erläutert werden. Ich wähle einige wichtige aus. Die Gemeinde wird mit unzähligen Metaphern beschrieben. Christen seien lebendige Steine, überhaupt Steine, Ecksteine. Die Gemeinde, sie sind leidensbereit und sie sind, so eine berühmte Metapher des Apostels Paulus, Glieder eines Leibes, so wie ein Leib verschiedene Glieder hat, Hände, Beine, Ohren, Augen und so weiter und so fort. Und der Leib ohne diese alle unvollständig wäre, so ist es mit der Gemeinde auch. Die Gemeinde bildet einen Leib und die einzelnen Menschen, das sind die Glieder dieses Leibes Gemeinde. Und jeder soll sich gemäß seiner Gaben in diese Gemeinde einbringen. Auch das ist natürlich eine Absage an ein hierarchisches Konzept. Jeder soll sich einbringen, da hören wir das Konzept des Priestertums aller Gläubigen heraus. In dieser frühen Gemeinde gibt es eben keinen Priester, der besondere Fähigkeiten hat, sondern es gibt eine Fülle von Gemeindegliedern, die ihre unterschiedlichen Gaben einbringen. Und das sind ganz und gar nicht die gleichen. Paulus redet davon, dass die Gaben individuell sehr unterschiedlich sein können. Dem einen ist es gegeben, zu predigen, dem anderen ist es gegeben, in der Diakonie tätig zu sein, dem dritten ist es gegeben, in Zungen zu reden, dem vierten ist eine ganz andere Fähigkeit gegeben. Alle diese Fähigkeiten kann und soll die Gemeinde einbinden. In der nachapostolischen Zeit bildet sich eine mehr oder minder feste Ämterstruktur heraus. Die Gemeinden professionalisieren sich und mit dieser Professionalisierung gibt es dann gegen Ende des ersten Jahrhunderts dann auch feststehende Ämter. So zum Beispiel die Bischöfe, die dann Funktionen haben, die dann schon späteren Bischöfen oder späteren Pfarrern zunächst ähneln. Davon haben wir Zeugnisse in den sogenannten Pastoralbriefen, also den beiden Timotheusbriefen und dem Titusbrief, sehr späte Schriften des Neuen Testaments. Wie sieht das Gemeindeleben aus? Es gibt Hauskirchen, also die Gemeindeglieder treffen sich für ihre Versammlungen, für ihre Gottesdienste in den Räumlichkeiten, die reichere Gemeindeglieder in ihren Privathäusern zur Verfügung stellen. Also ein bisschen salopp gesagt, man trifft sich im Wohnzimmer von anderen Leuten. Manche Leute sind auch so reich, dass sie einen eigenen Raum für die Gemeinde zur Verfügung stellen können. Man muss sich klar machen, die Christen waren immer mal wieder im Römischen Reich verfolgt. Es war gar nicht möglich, sich Kirchengebäude, wie wir das heute kennen, zu bauen. Gottesdienste muss man sich etwas wilder vorstellen als heute. Es ging vieles durcheinander, es wurde gepredigt, es wurde gebetet, Menschen verfielen in Zungenrede oder wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Es war also etwas chaotischer, als wir das heute kennen. Das nahm dann teilweise solche Ausmaße an, dass Paulus dann die Gemeinden zurechtweist und sagt, bitte lieber 5 vernünftige Worte gesprochen, als im totalen Chaos zu versinken. Die frühen Gemeinden haben getauft und das Abendmahl gefeiert, beides ja direkte Aufträge Jesu, die dann auch umgesetzt wurden. Und für das Leben der frühen Christen war auch ganz entscheidend die Diakonie. Man hat also Armenpfleger eingesetzt, die sich um die sozialen Probleme in der Gemeinde gekümmert haben, zunächst die Witwen und Waisen, dann aber auch umfassender eben alle, die der Hilfe bedurften.
gerade das diakonische Engagement hat das Christentum besonders attraktiv gemacht. Eine Kirche im hierarchischen Sinn bildet sich erst später. Und in dem Zusammenhang kann man auch deutlich sagen, zuweilen im katholischen Bereich geäußerte Vorstellungen, wie das Petrus der erste Papst gewesen sei, die sind sehr schwerlich haltbar. Das wird man eine ganze Reihe tiefer hängen müssen.